Mach das so, Chris. Danke schön. Sehr nett von euch. Danke. Kotogo und mein Name ist Dembo und willkommen zum nächsten Vlog. Wir sind hier heute in Remscheid und die Fahrt war eine relativ lange. Mit dem Bus sind wir 1,5 Stunden gefahren. Die Schwierigkeit war ja zusätzlich, man hätte mit den Bahn hier hinfahren können, aber da ja gerade einfach alles überschwemmt ist und überall Hochwasser ist. Was gerade ein bisschen blöd ist, hier gibt es nirgendwo eine Toilette. Gefühlt müssen alle gerade aufs Klo und wir halten es einfach aus. Freue mich schon mega. Freust du dich auch? Stimmt, das ist jetzt auch wieder dein erster Suitwalk nach Corona, oder? Ich bin auch einfach gespannt, wieso die Interaktion klappt, weil viele von denen kennen wir tatsächlich noch nicht. Also einige neue Leute, teilweise bekannte Leute. Es sind extrem viel Suiter, was echt schön ist. Wie findest du gerade das Wetter? Ah, so lala, könnte kühler sein, ne? Aber die Kühlweste kühlt noch schön, oder? Okay, perfekt. Sehr groß. Small Pup oder Small Wolf? Small African White Dog. Auf jeden Fall schöne Farbkombination, so mit dem Blau und dem Lila. Ja, soll auch ein bisschen eher Space Dogo sein. Oh, Leute, wir sind draußen. Luft. Oh, die Sonne ist schon wieder so erbarmungslos. Patin. Ist dir nicht heiß? Bist du wieder hyperaktiv? Take off all my clothes. Ich versuche ja durchzuhalten, aber gestern der Walk war auch schon krass. 5 Stunden suiten. Worauf ich auch gespannt bin, Leute, wo es jetzt überhaupt lang geht. Seht ihr, Freunde? Da vorne ist unser Leitwolf, Imjak. Der sagt jetzt, wo es lang geht. Ich war noch nie in Remscheid. Ich habe keine Ahnung. Folge dem leuchtenden... Hey. Ja, ich versuche es. Oh mein Gott, fast draufgetreten, fast rübergefallen. Eile sagt, dass wir gerade verfolgt werden von einem Geheimagenten. Wahrscheinlich Agents of S.H.I.E.L.D. würde ich jetzt schätzen. Könnte sein, dass sie hier verdeckt ermitteln. Und Leute, da vorne ist er, der Agententyp. Seid vorsichtig. Und eben standen wir ein bisschen da hinten bei diesem Brunnen. Da war einfach so ein Mann, der hat einfach so gemacht. Wir wussten nicht, wer er war und er stand so eine Minute mit ihr da. Richtig komisch einfach. Eben hat man sich ja umgezogen. Alter Schleimer Husky, du willst doch nur einen Knochen ab von mir. Ja, ich bin noch gar nicht so bitter. Ich bin
dieser Schweif. Boah, das war auch gestern mit Lyric. Das war so schlimm. Sein Schweif ist so gigantisch. Das stimmt. Ich bin wahrscheinlich fast dreimal über ihn gefallen. Es war so anstrengend. Und er hat mich immer mit so einem Blick des Todes einfach angeguckt. Mach das nicht nochmal. Oh. Das hat man beim Bonner Walk auch gehabt. Immer schlimm. Ich bin nicht draufgelatscht. Da sieht man Unterschiede zu einem Dämon. Da und da. Ich meine, Dämon bin ich ja nicht, ne? Ich heiße also zwar nur. Ich kenne dich leider nur als Dämon, weil ich dich in Real noch nie gesehen hatte. Ja. Also, ich kann alles hier durch. Na. Was man gar nicht bei mir so sieht, ich habe tatsächlich Zähne am Flut, aber die sind halt so versteckt, weil die so weiß sind. Ich sehe sie. Ja? Ja, ich sehe sie. Meine Zähne sind auch extrem dezent und versteckt. Sieht man gar nicht. Und jedes Mal frage ich mich bei diesem Suit, ist es ein Dutch Angel Dragon oder ein Angel Dragon oder ganz was anderes? Was bist du? Bist du ein Dutch Angel Dragon oder ein... Ja? Ah, Suit ist voll schön. Ich liebe diese Hörner. Ich stehe einfach insgesamt... Oh mein Gott, die gehen auch noch hier oben weiter. Ich liebe Hörner und weiß und schwarz und grau. Euler hat scheinbar ein neues Leckerchen gefunden, einmal Donut. Touch. Ich bin halt sehr touchy im Suit. Ich kann es nicht abstellen. Alter, Leute. Ist dieser Ausblick nicht einfach nur wunderschön? Oh, komm her! Ja, let's go! Du musst durchs Bild laufen, aus Prinzip! Nein! Wir haben einen Dämon, jemand Engel. Das stimmt. Naja, eigentlich bin ich nur ein Kotoko und heiße Demo, weil mein Maker Dämonen halt ganz cool findet. Aber ich bin kein Dämon. Ja, ich erinnere mich. Wir waren auf dieser Wiese, ne? Ja, genau, auf der Wiese. Ah, stimmt, das war draußen, wo die Sturmwarnung war. Ja. Ich glaube, wir hatten auch ein Bild zusammen. Ich meine nämlich, dass ich dich verlinkt habe. Guck mal, noch jemand mit 360 Cam. Ich bin nicht alleine hoch und lang. Das ist doch schön. Kunst gefangen hinter Gittern. Sie muss befreit werden. Muss wild und frei sein, so wie wir Fossilter. Leute, wir haben die erste Pause gemacht, schön im Schatten, irgendwo drunter. Es war sehr, sehr angenehm. Hallo! Tschüss! Man konnte sich hinsetzen, man konnte ein bisschen hydrieren. Aiso hat sogar leckere Sachen angeboten, Milchbrötchen. Aber ich esse nichts im Suit, weil wenn der kleine Magen angeht, dann überhitze ich immer so schrecklich. Deswegen nur trinken, kein Essen. Und hey, ich muss überhaupt gar nicht mehr aufs Klo, obwohl ich gefühlt einen Liter getrunken habe. Das ist voll schön. Hast du ausgeschwitzt? Ja, ich hab's jetzt schon ausgeschwitzt. Leute, ich sehe da vorne Graffiti.
Heute Back on the Cool Kid. Guck mal hier, Giraffe. Sogar auf der anderen Seite zwei Giraffen, die sich einfach berühren. Und oh, Kaktus. Ich liebe Kakteen. Und ich liebe Giraffen. Insgesamt liebe ich Graffiti, ihr wisst es. Street Art ist voll mein Ding. Und es geht sogar noch weiter, Freunde. Es geht sogar noch weiter. Guck mal. Schmetterlinge. Liebend so. Und Elefanten. Terror und ein kleiner Elefant, der sich am Elefantenschweif festhält. Und Kolibris. Anna, die ihr dort vorne seht, mit der Skullmaske. Ihr Kigurumi hat tatsächlich meinen Kigurumi inspiriert. Weil ich wollte auch unbedingt dieses Knochenmuster da vorne haben. Und beim Busbahnhof, hier war ich eben noch mit Eule. Und an der Stelle endet dann auch der Vlog. Was? Ja, hat ein bisschen Zombie-Atmosphäre. Wir sind gerade hier drin. Ich wusste gar nicht, dass man hier rein kann. Hätte ich nicht gedacht. Es wirkt schon ein bisschen wie in einem Videospiel. Eule, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Bist du noch hier? Dankeschön. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank. Und wir sind wieder auf dem Platz. Also du alter Vader. Oh ja, der Invader. Oh ja. Nicht dein Vater. Das wird mich auch schockieren. Stimmt, jetzt. Hallihallo. Jetzt habe ich hier endlich mal den Host vom Suitwalk. Wie fandst du es bisher? So die Organisation, Planung, alles. Wie fandst du es bisher, so den Suitwalk? Geil. Ist ja auch so heiß wie mir. Ich hole mir gleich eine Jacke, ich bin total am Frieren. Was ist nur los mit dir? Wie schaffst du das im Full Suit zu überleben? Was ist los? Entschuldigung. Okay, Leute. Gruppenbild, ich habe mal wieder aufgehalten. Schande über mich. Ah, der Boden ist warm. Ah, wer ist hinter mir? Ich segle mit deinen Ohren. Ah! Oh Gott, der Boden ist heiß! Au, 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 au. Leute, der Boden war scheiße heiß. Ich hab's unterschätzt. Au, 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 au. Seht euch denn an, Leute. Endlich mal jemand, der was von Kameras versteht. Es gibt so wenige. Es gibt so wenige. Dieses Setup. Traum. Und ich muss dich einmal mit dem Setup umarmen. Es wird schwierig, aber es ist möglich. Es ist möglich. Bonk. Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf dein Video. Freue mich drauf. Ich will insgesamt, dass du mal mehr uploadest. Ich will mehr sehen. Ja, ich komme ja zu nix. Wo bleibt mehr Content? Ich muss arbeiten. Oh, scheiß auf die Arbeit. Werd YouTuber. Wir brauchen das. Mehr Furtuber. Licht! Ach so, ja, stimmt. An der Stelle sag ich ciao. Das war der Vlog in Remscheid. Ich hoffe, euch hat's gefallen und vielleicht sieht man sich ja wieder bald im Wald. Ciao!